Das Buch meines Lebens. Als ich das Licht der Welt erblickte, wurde sie aufgeschlagen. Die erste Seite vom Buch meines Lebens. Ich wusste damals noch nicht um dessen Wert und Bedeutung. Auch konnte ich noch nicht schreiben. Daher befüllten die ersten Blätter in diesem magischen Büchlein jene Seelen, die schon ein dickeres Buch besaßen, mit ihrem liebevollen, fürsorglichen und auch bestimmten Zeilen, welche den Anfang meiner Geschichte formten. Für immer hinterließen sie ihre Spuren und wurden zum Regisseur dieses einmaligen Drehbuchs. Worte, Gedanken, Gefühle und unzählige Ereignisse wurden von all meinen Weggefährten und auch vom Leben selbst in dieser außergewöhnlichen Geschichte unveränderlich verewigt. Später fing ich an, meine eigenen Bilder hineinzumalen, über den Rand zu kritzeln, manche Seiten zu verknicken oder auf meine ganz persönliche Art und Weise zu verschönern. Manchmal durfte ich auch in das Lebensbuch meiner Weggefährten schauen, darin lesen und meine bunten Fingerabdrücke für die Ewigkeit dort hinterlassen. Meinen liebsten Weggefährten öffnete ich mein Büchlein voller Hingabe und Vertrauen und ließ sie in diesem einmaligen Kunstwerk lesen. Zusammen schrieben wir das ein oder andere Kapitel. Manche Seiten blieben auch leer. Andere schlug ich immer wieder auf, wiederholte sie, bis ich verstand, dass all das Geschriebene in meinem Büchlein, welches mittlerweile immer dicker wurde, sich nicht mehr wegradieren lässt. Für lange Zeit, während meines Erwachsenseins, verloren viele der Seiten in meinem Buch des Lebens ihre Farbe, wurden staubig und grau. Ich hatte es außer Acht gelassen und überließ den Alltag und den Pflichten die Regie meines Drehbuchs. Rückblickend lasen sich diese Episoden wie eine sich ständig wiederholende Seifenoper. Viele unterschiedlichste Kapitel wurden im Laufe der Zeit in mein Buch geschrieben. Von Drama bis Comedy, mal Krimi, Thriller, Abenteuer, mal Poesie, Romane und einige Geschichten, die bis heute noch nicht endeten oder einer Fortsetzung bedürfen. Manche dunkle Kapitel strich ich komplett und schlug sie nie wieder auf. Es gibt auch viele Lieblingsgeschichten darin, die ich immer wieder in Freude, Liebe und Erinnerung schwelgend mir selbst oder meinen Liebsten vorlese. Geschrieben mit Herzblut und Weisheit, Gedanken und Gefühlen jeglicher Couleur von mir und dem Leben. Nun sitze ich hier und bin mir bewusst über die Einzigartigkeit und den unschätzbaren Wert meines Buches, welches mir auf dieser besonderen Reise meines Lebens geschenkt wurde. Wen ich hineinschauen und schreiben lasse, überlege ich mir genau, weil auch sie als ein ewiger Teil dann in meiner Lebensgeschichte mit einfließen. Alle Statisten und Nebendarsteller, welche lediglich die Hülle meines Buches oberflächlich betrachteten,
lasse ich liebevoll los. Mögen Sie Ihre eigene Geschichte schreiben. Viele Herz- und auch Pfotenabdrücke, geflickte Seiten, manche noch leer oder mit Lebensbildern liebevoll beklebt, sind verewigt in meinem Büchlein, welches in meiner Seele als größter Schatz behütet wird. Der Wert dieses mir von Gott geschenkten Büchlein, welches ich auf meiner einmaligen Lebensreise schreibe, ist mir jetzt bewusst. Ich nehme es dankend an, schaue mutig hinein auf all seine strahlenden und auch finsteren, grauen und bunten, glatten und gerissenen Seiten, geformt aus den Fasern meines Lebens, beschrieben mit den wundersamsten, berührendsten Ereignissen meiner Reise hier auf Erden. Ich werde es mit all meiner Liebe, meiner Dankbarkeit und meinem Herzblut weiterschreiben, um es bei meiner Rückkehr ins All-Eins-Sein als meinen kostbarsten, mit Leben gefüllten Schatz an Erfahrung und Liebe mitnehmen und in die kosmische, göttliche Bibliothek liebevoll einbetten. All den Seelen, die nach mir kommen, hinterlasse ich eine Abschrift mit meinem einzigartigen Fingerabdruck, um darin zu lesen, daraus zu lernen, zu wachsen und sich zu erinnern, dass auch Sie der Verfasser und der Hauptdarsteller Ihres einzigartigen Buches sind, dem Buch Ihres Lebens.